Ich muss So. gerade mal kurz was ändern. Hallo YouTube. Ich habe mal die Aufnahme gestartet. Gerade ein bisschen Dinge getan, ein bisschen Equipment umgeswitcht, eine neue Skillung hier ausgedacht. Und jetzt muss ich noch ein bisschen was besorgen. Dafür. Zum einen Lichis. Wir brauchen Lichis zum Zerlegen. Legendäre Rüstungsteile und. Ich brauche noch ein paar legendäre Effekte. Zum einen Blutkugeln verringern die Ablenkzeit von ultimativen Fähigkeiten. Und das andere. Das ist, glaube ich, ein reiner Drop. Es gibt noch einen. Legendary Effekt, der mit einer gewissen Chance, wenn eine Leiche entsteht, eine Blutkugel entstehen lässt. Was wollte ich machen? Ja, ich wollte noch kurz gucken. Bei der Blutkugel für die Ulti stehe ich jetzt vor. Ob hier noch irgendwas dabei ist. Ja, ich bin gleich dabei. Ah, ich kann den Golem auch nochmal mit mehr Leichenerzeugung ausstatten. Aber nur 1%. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ich muss mich hier gucken, aber wo ist denn jetzt diese Kiste? Nee. Der Rest ist alles leider dafür nicht sinnvoll. Machen wir das da rein? Okay. Entweder ist hier irgendwer oder meine Skelette haben in der Zeit, wo ich im Menü war, Gegner getötet. Auch gut. Ich geh schon mal rein, wenn du gleich nachkommen willst und den absahnen, dann darfst du das gerne tun. Beziehungsweise du kriegst den ja eh, wenn ich den mache, ne? Ach so, ja. Du kriegst, glaube ich, nur die EP nicht durch das Töten hier. Kriege ich eigentlich mehr EP, wenn ich in der Gruppe bin und die Gegner schwerer sind? Müsste ja. Warum spawnst du jetzt hier? Warum habe ich das jetzt gezündet? Keine Ahnung, weil ich doof bin. Mann. Ich muss das wechseln. Das auf der 1 ist eine ganz, ganz doofe Idee. Da ist mit Sicherheit da hier. Sehen denn jetzt meine Werte aus? Einfach mal 500 Leben, mehr Leben, ey. Ha. Ja.
Oh. Das ist so. Also dann kommen, reißt dir nach und kommen mit dem Skelettel. Ey, du landest ja unten drin. Ich muss auch noch überlegen, was ich für Defensive reinnehme. Ich glaube, es gibt einen legendären Effekt, der immer dann prockt, wenn wenn ich meinen Knochensturm anmache, dass der dann den Schild prockt. Aber den muss ich ja auch erstmal finden, ne? Das wird jetzt eine ganze schöne Sucherei, ne? Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen mehr Zeit. Ich hab schon einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Okay, ich metzel hier Gegner nieder. Ah, ich kann meinen Schlüssel vertrauen. Hm? Aber meine. Hier mein Blutnebel, der ist jetzt schon relativ häufig wieder aus dem Cooldown raus. Also ist schon gar nicht so schlecht. Wo hast du den Schlüssel her? Von rechts oder von links? Von da, wo ich war, ne? Nee, da wo ich stehe, von unten. Nee, ich meine, war das hier von da? Oder? Ja, aber du kannst ruhig zu mir kommen. Ja gut, wenn ich zu... Ja, dann komm ich mal zu dir. Es gibt nur einen Schlüssel. Ach so. Ich hab gedacht, du folgst mir, aber... Ich denk mal, das ist auch noch nicht das Ende hier, ne? Da kommt wahrscheinlich noch mehr. Also wenn man was suchen muss und man das vom Level her, sag ich mal, kann... Gerade wenn es so, das hatte ich mit Blue auch gemacht, wenn es so drei Teile sind und der Dungeon groß ist, oh. Groß ist, kann man sich auch aufteilen, nur wenn es vom Level her geht. Okay, einen habe ich da. Ja, für dich brauche ich jetzt keine Ulti mehr. Ich brauche mehr Zeit. Du hast ziemlich eilig heute irgendwie. Ich habe fast meine 60, alles platt machen. Ja. Das platt machen. Was für eine 60. Kann ich mir nicht irgendwie den Platz machen. Das ist doch auch ein effizienter Burst, den ich da hab. Oh, das war's. Was? Nee, sprecht mit der wandelnden Seele. Was? Hä? Hier unten ist noch so ein Mini-Dungeon. Oder Event, Mini-Event. Och, nicht das. Oh Gott. Ich hasse es. Jetzt schon. Wir müssen immer den, der denselben Effekt wie der Typ da hat, töten.
Da hinten. Okay. Wo jetzt? Hier unten. Ist auch wieder tot. Jetzt rechts. Ist der? Da. Mach mal hier ein bisschen. Ich sehe gar nicht, wo der ist. Da unten. Welch eine Macht! Hat er geklappt? Ja. Zu zweit haben wir einfach mal genug Schaden. Und ich habe auch jetzt. Ich habe jetzt sehr viel AOE-Schaden. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe hier schon. Also mit der Leichenexplosion habe ich wirklich sehr viel AOE-Schaden. Ein Legi-Amulett, jawohl, eventuell was zum Zerlegen. Wenn ihr verletzt werdet, während ihr unter Einfluss Kontrolleffekte steht, seid ihr 4 Sekunden lang unaufhaltbar. Dieser Effekt hat eine Abgehenzeit von 19 Sekunden. Das ist so mittelmäßig, aber das kann ich zerlegen. Und bin voll. Oh, Gegner. Dann geh kurz zurück und mach dich leer. Stimmt, das kann ich ja jetzt, weil du hier bist. Ach nee, brauche ich nicht. Okay, warte. Ich bin noch nicht voll. Ich hatte noch blauen Loot dabei. Wo ist der? Bin ich aus dem Eckchen. Ja, ich bin... Ich habe ihn weggemacht. Aber ich bin gerade irgendwie im Stun. Und jetzt bin ich wieder im Stun. Nein. Ich bin im Dauerstun. Ich bin noch nicht bereit. Nicht gut, nicht gut. Irgendwas stand nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ja, jetzt bist du schon mal tot. Wegen dem Schwarzen hier sehe ich so gut wie nichts. Sorry, das bin ich. Ja, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wenn man nah dran geht, sieht man zwar den Schatten, aber... Aber wie du siehst, macht das auch richtig Damage, wenn ich das mache. Hier lebt noch einer. Ich kann mir auch überlegen, ob ich das reinlege, den Start, dass sich das ändert. Ich habe tatsächlich, ich habe Leichen-Dingens gar nicht equipped, ne? Ich habe Leichen-Explosion gar nicht equipped. Ich glaube schon. Und trotzdem kann ich es einsetzen. Ich glaube, die ist bei mir. Hast du Bluten? Hast du Blutnebel? Einen Punkt habe ich da reingesetzt und habe jetzt 7. Okay, hast du Blutnebel? Nein. Okay. Weil wenn du Blutnebel hast, kannst du mit einem legendären Gegenstand, also mit einem legendären Effekt, Leichenexplosion procken. Ja, könnte ich reinnehmen, aber... Ich bleib erstmal so, wie ich bin. Irgendwie... Alle 15 Uhr... Hell. Das tat weh.
Wo müssen wir eigentlich hin? Blutsteine suchen. Ich hab einen schon. Du hast einen? Okay. Ich habe noch keinen. Ich habe gerade keine Vorstellung, wie der Dungeon aufgebaut ist. Irgendwie bin ich. Ich bin total braindead heute. Ich krieg gar nichts mehr auf die Reihe. Okay, aber jetzt habe ich verstanden, wo der letzte ist. Ja, wow. Golem, du bist jetzt echt. Jetzt bin ich in eine Falle reingelaufen, muss mich knatzen. Anstrengend. Was gibt der hier? Ach, diese AOE-Effekt. Oh, ich bin tot. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin gleich instant umgefallen. Ich habe nicht erwartet, dass da jetzt auf einmal so ein Raum kommt. Ah, da ist irgendein Effekt, der mich. Ich bin noch nicht bereit. Alter, das ist das Gift, oder? Ja, das ist der blöde Gift-Heini. Ich bin noch nicht bereit. Alter. Eine ganz doofe Kombination an Effekten, die da sind. Ich bin noch nicht bereit. Nein, 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 ich bin gestunt. Ich kann mich nicht halten. Boah, ich bin schon wieder gestorben. Weil ich die ganze Zeit gestunt bin. Alter. Ja, mir fehlt. Fehlen die beiden Effekte leider noch. Hey, so nah möchte ich nicht. Danke. Ich bin noch nicht. Ja, shit, ich bin wieder. Bis dann. Der Hell? Nein. Ich brauche mehr Zeit. So, die ist schon mal weg. Na. Ich kann nicht mehr tragen. Vielleicht sollte ich nur noch heilige Gegenstände aufnehmen. Auch die Steine hier zum kann für die Socke. Die,
Also legendäre Items sind accountgebunden. Diese roten oder orangenen Sachen doch geben, oder? Nee, legendäre Items sind accountgebunden. Steht dabei. Wenn du runterscrollst, ganz unten rechts. Accountgebunden. Ich habe wieder drei rote, die ich nicht brauche. Das ist wahrscheinlich aufgrund deines Levels, dass du so viele gedroppt bekommst. Weil sonst könnte ich die einfach geben. Ja, die sind leider accountgebunden, die kannst du nicht handeln. Ja, die kannst du aber nicht handeln. Okay. Ja, ist doof. Würdest du bitte... Danke. Das ist schön, wenn der so stehen bleibt. Dann können meine... Alter, was für Hitze ich da mache. Ja. Ich habe jetzt keinen Einblick darüber gekriegt, wie stark jetzt meine Effekte sind, aber ja, das war nicht schlecht. Oh, ich bin ja später beigetreten. Ja, egal, ich kann auch so raus. Wie, du bist später beigetreten? Ich kann ja auch so. Bei mir ist der ganze Dungeon noch nicht auf. Da, wo du reingekommen bist, das sehe ich noch gar nicht. Okay, aber du machst doch einfach... Kannst du nicht den Dungeon verlassen über E und dann Dungeon verlassen? Doch. Also ich muss nach ganz oben mit der Pfeiltaste, dann kann ich das. Ich muss einfach nur zur Karte zurück. Okay. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Ja, Dungeon verlassen. Ich hätte auch einfach T drücken können, ne? Ja. So, ich beende meinen Stream aber auch für heute schon mal. Du hast Feierabend? Okay. Ist schon mein zweiter. Echt? Aber wir können trotzdem noch spielen, alles gut. Achso, du machst nur den Stream aus. Ihr könnt gerne rüberkommen. das war jetzt gemein, Entschuldigung. Alter, hör auf zu ruckeln. So, mein Spiel steht. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Aha, 9 Leute, krass. Im Spike oder wie? Weil jetzt gerade waren es nur noch 4. Haben zugesehen insgesamt. So, insgesamt. Ja, obwohl es Diablo ist, ist das echt. Für Diablo ist das für meine Verhältnisse echt viel. Also im gleichzeitig zugesehen, im Spike, 9 Leute hatte ich auch am ersten Tag, wo es die Drops gab. Sonst habe ich auch nicht so viele. Aber so Leute, die so reinkommen, da habe ich teilweise zweistellig, also eigentlich fast immer zweistellig. Die gehen halt nur direkt wieder. Die bleiben nicht. Warte mal, ich wollte zu dem Aspekt. Gucken. Den Codex. Nur für meine. Ich habe ja jetzt einen geholt, den ich brauche. Wo ist er? Blutkugeln. Verringern die Ablehnzeit eurer ultimativen Fähigkeit. Das kann ich nur auf die Ringe machen. Und 0,5 Sekunden ist der schlechteste Wert, den man kriegen kann. Aber dafür brauche ich anderes Material. Also kann ich es equippen.
das, was du jetzt hast, ne? Mhm. So deine Ausrüstung etc. pp. Und so, ne? Damit kommst du doch gut klar, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Mir fehlt ein Item, was ein Schlüssel-Item ist. Das gibt mir nämlich jedes Mal, wenn ich eine Leiche produziere, eine Chance, dass ich eine Blutkugel erzeuge. Ich habe nämlich sonst eigentlich keine andere Möglichkeit, Blutkugeln zu erzeugen momentan. Mhm. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Also, das Amulett. Warte mal kurz. Also du kannst weiterreden, aber ich gehe kurz. Das ist Maximalwert. Gut zerlegen. Die beiden darf ich nicht zerlegen, aber vielleicht kann ich. Also, die Sense brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Heiliger Streitkolben. Heiliges Schwert. Seid gesegnet. Weg damit. Noch etwas? Bewegungsgeschwindigkeit beim Töten eines Elites, Widerstand gegen Schatten, Stärke, Fehlungserzeugung. Sehe ich mich nicht. Handel. Sehe ich mich auch nicht. Maximales Leben für Diener. Stehlungserzeugung. Stehlung. Schadensreduktion. Bei dem Ring sehe ich mich nicht. Bei. Der Stehlungserzeugung. Gesamte Rüstung. Boah. Weiß ich nicht. Das könnte gut sein für so ein Knochenbild. Da geht ein Knochenbild auf Stehlung. Trankbeuterate. Seid gesegnet. Noch etwas? Schaden gegen Betäubt, Schaden gegen Gegner, die von Schattenschaden über Zeit betroffen sind, maximales Leben. Dunkle Tage stehen uns bevor. Ihr braucht eine Schatten gegen entfernte Waffe. Gegner. Als wenn das gerade resettet ist. Okay. Hebe ich mal auf. Schadentyp Kern, Gegner von Schattenschaden über Zeit betroffen sind. Kritischer Trefferschaden mit Knochenfähigkeit. Kritischer Trefferschaden. Ja. Behalte ich mal, kann ich jetzt nicht einschätzen. Elite-Gegner, Ausweich gegen Gegner in der Nähe, maximales Leben, Diener. Ehre in Höhe von 20% euer maximales Leben. Ist an sich nicht schlecht, aber. Weg damit. So. Schaden, Fertigkeiten des Typs Kern. Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust leiden. Schadenfähigkeit Typ Basis. Typ Basis ist schon ganz nett. Kritische Trefferschaden mit Knochenfertigkeit. Ultimative. Schaden gegen verletzte Gegner.
Glückstrefferchance. Weniger Schaden durch Gegner von Schattenschaden über Zeit betroffen sind. Das ist an sich okay. Weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. Geschicklichkeit, Willenskraft, das ist natürlich Möb. Sind Effekte, die auch mir auf Dauer nichts bringen. Maximales Leben, Essenz, Überwältigungsschaden. Da sehe ich mich auch nicht. Bei dem vielleicht, und die Rest auch vielleicht. Der Rest wird jetzt gelagert. So, einmal das. Ich darf hier nicht auf Sortieren klicken. Das kommt da rein. Ah, ist das schon wieder fast voll. Das kommt da rein. Glückstreffer hatte ich doch auch hier irgendwo. Meine ich drauf. Da könnte man meinen, der ist besser als der Effekt. Von dem hier. Aber der ist schon so ziemlich am Maximum. Der hier nicht. Könnte ich zwar zerlegen, aber ich brauche keine Ressource davon. Also ist gerade egal. Nur Rüstungsteile sind momentan interessant. Den auf keinen Fall. Den auch auf gar keinen Fall. Den auch nicht. Ja, die beiden nicht. Ist zweimal perfekter Wert. Fertigkeiten verursachen 19% mehr Schaden. Glückstreffer. Hatte ich das nicht irgendwo? Blutnebel löst leichten Explosionen aus. Das könnte ich theoretisch nochmal ne? Ich habe das ja auf dem Schild und das Schild ist relativ gut. Und das hier ist kein perfekter Stat. Aber ja, doch komm. Machen wir weg. Aufhaltsam. Nicht noch irgendwo rumliegen. Das bringt mir nichts zu zerlegen. Das ist fast auf Maximum der Wert. Blutlanze. Blutlanze benutze ich eh nicht und der Wert ist nicht auf Max. Aber das ist Ringe. Ich weiß nicht, ob ich das dafür kriege. Ich glaube, nämlich für Ringe brauchst du was anderes. Kriegst du was anderes?
Okay, da bin ich wieder. Bibi. Und zwei Sachen, die ich noch zerlegen kann, aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Ne, ich muss Legendary Items farmen. Ja, also von Schmuck kriegt man andere. Für Schmuck gibt's Rüstungsgegenstände und Waffen gibt es jeweils verschiedene Ressourcen, die du brauchst, um da den Quatsch drauf zu machen. Mhm. Also, wo können wir gut Lechis farmen? Wo kriegt man viele Lechis gedroppt? Die hätte ich mir mal holen sollen, den Fortpunkt. Du willst dann oben den Dungeon machen? Verursacht pro Sekunde, wenn du stillstehst, mehr Schaden. Ja, mir fehlen halt noch ein paar Totengeschwörer. Ja, mir fehlen auch noch ganz... Da kriegt man am besten, ich weiß nicht. Sonst könnten wir auch... Du kannst ja auch schon zu diesem Baum, ne? Grausige Gaben. Ja, kann ich. Sonst machen wir davon was, dann kannst du dir, da kannst du dir ja was aussuchen. Da sind manchmal echt gute Sachen bei. Das wäre dann Totengeflüster. Oder? Wir sind mehrere Gebiete. Mehrere Gebiete? Du musst ja das erst voll kriegen. Ja, ich muss die Quest erstmal annehmen. Ach so, hast du noch nicht. Nee, ich habe die einmal gemacht, aber dann nicht nochmal erneut angenommen. Von dem kriegt man dann immer Legis oder was? Du kannst dir da immer, wenn du das voll hast, kannst du dir so eine, zeigt dir die drei Kisten, die du aussuchen kannst. Und da ist oft Legi bei. Manchmal sind da auch Sachen genauso bei, wie du sie brauchst. Du kannst dir ja drei Kisten aussuchen, die halt quasi dann so ein bisschen deinem Charakter entsprechend sind. Mhm. Es gibt viele wie ihn. Da habe ich jetzt auch vier von meiner Ausrüstung hier. Komm eigentlich direkt nach hier unten. Doch die Zeit drängt. Wer gefunden wird, kann auch wieder verloren gehen. Vorerst. Und sei es nur, um von dem Geplapper verschont zu bleiben. Wieso sagt die jetzt? So viele Worte. Also ich hab den jetzt nochmal angequatscht und ja, gut. Wo willst du hin? Du bist schon bei einem. Machen wir hier das Gebiet. Die sind alle ziemlich nah beieinander. Die gehen noch über eine Stunde. Ja, wobei, das spawnen ja neue, wenn die abgelaufen sind. Warte, das ist gar kein Dungeon, das ist nur ein Keller, oder was? Das ist ein Dungeon. Nee, das ist ein Keller. Oder? Nein. Das ist ein Dungeon. Der Eingang sah aus wie so ein Keller. Boss tot gemacht. So.
Ich bin noch nicht bereit. Okay, habe ich das jetzt unterbrochen? Oder? Oh, habe ich weniger Cooldown? Durch den... Tatsächlich. Der Kelch, den ich da jetzt brauche, den Cooldown reduziert. Ich brauche mehr Zeit. Ich kann von meiner Ulti zwar den Cooldown noch nicht reduzieren, aber du geht auch schon ganz gut. Geht das auch schon ganz gut. Also auf engstem Raum tun die mir schon irgendwie leid. Okay, hier ist irgendein so ein Hardcore-Typ. Auto. Unangenehm. Ah, der hat mir irgendeinen Schlüssel gegeben. Wir wissen nur noch nicht wohin mit dem Schlüssel.
Klettern. Und wie war so dein Tag? Ich war um kurz nach 8 einkaufen. Noch ein bisschen sauber gemacht, Haushalt halt, kennst du. Mhm. Dann habe ich gezockt. Weil morgen ist Wochenende, habe ich wieder Spätdienst. Bin ich erst so vielleicht vormittags kurz da. Und dann halt abends erst, spätestens 21 Uhr. Und danach habe ich Urlaub nächste Woche. Nice. Kannst du ja richtig hart zocken. Alter. Ja, wenn ich schon sowieso hierhin rennen muss, dann mache ich halt dich jetzt. Ist mir auch egal. Dass ich nur noch Basisfähigkeit spamme und Dingens. Da ist schon wieder einer mit einem Champion. Hier einfach eine Kacke hier. Alter. Blödes Gift. Legendary Leggy. Kommt denn der jetzt schon wieder her? Warum kottet die Sau jetzt weg? Ehrlich, schlimm manchmal. Einfach schlimm. Ja. Da oben oder unten? Die Frage. Wenn du deine Blutwoge anmachst, dann brauche ich aber auch nichts mehr anzumachen. Da kommen wir her. Da war doch eine Kiste. Aber bei ihm oben drin. Muss man im Grunde dann zwei Dungeon machen immer, ne? Wie meinst du das? Ja, um diese 10 Punkte, die man braucht, zusammenzukriegen. Um das einzulösen. Ja, einer gibt da glaube ich 5 oder 4. Ja, 5. Stand da gerade zumindest. Ich weiß nicht, ob das mehr Punkte wären, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche immer noch 10. Wieso ist denn der da immun? Mir egal, warum der immun ist. Ja. Level up. Level 60. EZ. Ich
will auch Level 60 werden. Kehre zum Flüstern Baum. Achso, ist schon voll. Das war's. Sind wir fertig? Ja, anscheinend. Aber der Dungeon ist noch nicht fertig. Bei mir zeigt er nicht mehr an. Hä? Bei dir? Nee, bei mir auch nicht. Ja, dann ist er fertig. Wir haben ja noch gar nicht alles erkundet hier, oder? Wir zumindest gucken, was hier oben ist. Hier ist nämlich noch eine Kiste, eine große, goldene. Doch, den hatten wir schon. Also bei mir ist das ein Haken vor. Oh, ich bin fast gestorben. Alter, willst du mich gerade verarschen? Das kann ich hier nicht mehr aufnehmen. Hier steht, dass er fertig ist. Ja, ich mache jetzt die paar Gegner hier noch. Da war noch nur eine, so eine Kiste, für du einen Schlüssel brauchtest, und die paar Gegner mache ich jetzt hier auch. Verlassen. Ich muss direkt zum Baum. Ich bin nämlich schon voll. Ja, ich kann ja in der Zeit zum nächsten wandern. Ich habe noch, wobei ich brauche noch einen Punkt oder so. Stimmt. Ich habe den auch schon. Ach, das war. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir da gekriegt haben. Ich muss erst holen, ja. Da unten PvP nicht so sehr. Verfällt in einer Stunde. Man kriegt den, dann kriegt den Abschluss für den ersten, für die erste Belohnung dann auch nicht, oder? Wenn man diese. Wenn du den Strich voll hast, gehst du zurück zum Baum. Ja, nee, ich meine, wenn man. Wenn man so eine grausige Gabe macht in so einem Dungeon, dann kriegt man dann die Belohnung für den ersten Abschluss dort auch. Wenn du den noch nicht hast, ja. Okay. Wenn du den Dungeon dann zu Ende machst, weil die Aufgaben sind immer unterschiedlich, die du für die Köpfe erfüllen musst. Aber jetzt haben wir ja gerade den Dungeon zu Ende gemacht, oder? Ja, weil es auch, ja, weil's auch gleichzeitig die Aufgabe war. Lass mich aber mal gucken. Ich habe mal einen markiert. Ich latsch da jetzt hin. Ja. Mir fehlt ein Punkt oder so. Wir werden die für den nächsten gut geschrieben, wenn du overcapst. Wieso mache ich eigentlich nicht hier Herzbeat? Alter, wie schnell ich bin.
Okay, ich habe jetzt irgendwas anderes noch gemacht. Ein Gegner jetzt auch immer hier. Okay, jetzt also den Dungeon kann ich wohl immer noch machen. Ist dann nicht verfügbar. Okay, ich muss auch jetzt zum Baum. Ich habe so ein Ding beim Vorbeigehen gemacht und muss da jetzt einmal kurz rüber. Ich habe immer noch nicht geguckt, was für einen Lichi-Teil ich gedroppt bekommen habe und ich habe... Habe ich ausgeleert? Ich habe da vorhin was Legendäres gedroppt bekommen. Ihr haltet 4 Sekunden lang 40... Ja, okay, das ist... das habe ich tatsächlich schon mal. Also eine Jungfrau, halt eine Heilung, muss man also leben, kann ich gleich zersägen. Ein Rüstungsgegenstand, yay. Oh. Es ist getan. Geile Sache. Oder Gegenstände zur Belohnung. Für Eumir enthält Ausrüstung mit Schwerpunkt auf Beinschütze, Edelsteine, Gold und Handwerksmaterial. Oh, ich habe damit letzten Level up gekriegt. Du kriegst da auch EP mit. Ich habe auch irgendwelche Glyphen gekriegt. Ich habe keinen legendären Gegenstand gekriegt, aber eventuell habe ich Handwerksmaterial gekriegt. Windender Schutz. Ah, ich habe wohl tatsächlich Handwerksmaterial bekommen. Okay, also kann ich jetzt einen Teil draufhauen. Zwei Teile sogar, weil ich noch ein Legi zerlegen kann. Dann habe ich nämlich 10. Nehmt ruhig was übrig. Du hast das durch die Bäume, hast du das gekriegt. Da kriegst du die Handwerksmaterialien nämlich so. Ja, auch. Ja. Ich habe erst das dritte Mal abgegeben. Ja, aber ich hatte das nur einmal abgegeben, deswegen hatte ich einmal das verwenden können. Also einmal hatte ich einen Aspekt habe ich drauf machen können und dann habe ich festgestellt, fuck. Ich habe nicht genug Materialien. So, nehme ich direkt Blutnebel, den stärkeren Blutnebel. Kann ich den drauf machen. Nur Hände, Waffen und Ringe. Und Amulett. Okay. Da sind die Werte auch richtig mies.
Aber ich habe da vorhin was anderes freigeschaltet. Und zwar... Ja, das mit den Blutkugeln, das geht nur auf die Ringe. Habe ich schon drauf gemacht. Hab. Schon drauf gemacht? Okay, das habe ich drauf. Die beiden würde ich noch gerne drauf machen. Aber das geht nur auf Ringe. Das heißt, ich muss den Skelettschaden opfern. Ich muss aber erst die entsprechende Ausrüstung holen, die ich dafür verwenden wollte. Und mein Inventar ausleeren, damit da nichts durcheinander gekommen ist. So. Du bist eins für Leichenexplosion. Du bist zwei für Leichenexplosion. Aber das ist nicht das, womit ich den meisten Schaden machen wollte. Ich will das nur haben, um den Cooldown zu verringern. Eine gute Ausbeute. Vier Sekunden lang 6,5% Schaden nach Aufheben einer Blutkugel. Den zerlege ich mal besser nicht. Der kann weg. Den mal auch nicht weg. Ja. Eisene Jungfrau. Mit Magie erhalten Dorn. Ach, weg damit. Ach, warte. Ja. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Kann auch sich gut zerlegen. Dann lagern wir das Ganze ein. So, das kommt in die Kiste. Das kommt in die Kiste. Auch noch keine. So. Und dann hatte ich vorgesehen. Das ist gar nicht so schlecht. Aber hier kriege ich das wollte ich extrahieren. Das wollte ich extrahieren und hier Skelettenmagier möchte ich eigentlich behalten. Aber genau, den Ring muss ich austauschen. Er ist A zu niedrig und B. Ich könnte nochmal so einen Skelettmagier gebrauchen, aber muss ich eigentlich auch austauschen.
Das kann auf die Brust. Das kann auf, die, auf den Ring. Solange ihre 7 Diener habt, erhalten eure eine Diener Damage Reduction. Kann ich mir eigentlich nicht weiß. Was ist mein Tranktyp? Ich muss erst zur Kiste. Schattenseuche, dass die sich stapelt. Blutnebel. Noch ein Sturm. Knochensturm. Die Barriere mit Knochensturm, die nehme ich dann noch rein. Und dann. Da oben. Bis 21 hoch, also kann ich das eigentlich auch zerlegen. Haben wir einen legendären Effekt, also einen Legendary Item, das überbranden? Geht das? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Lebet wohl. Okay. Musst du ausprobieren. Habe ich jetzt Skelettmagier verloren? Na, egal. Noch eine Sturmbarriere wollte ich extrahieren. Weil Rüstung ist zwar schön. Aber ich habe da schon was Schöneres. Brustbeinschild. Ah, schön teuer ist zu extrahieren. So, erstmal kannst tatsächlich überbranden. Kannst was eingeprägt ist, durch was anderes ersetzen. Das ist richtig gut zu wissen. Ich hab grad mal. Du meinst hier die 3 Punkte, die da immer drunter sind. Nee, den Legend. Du kannst ja einen Legendary Effekt einprägen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Einprägung nicht entfernen, aber du kannst hingehen und eine neue drauf machen. Das geht tatsächlich. Was würde ich denn jetzt hier machen? Ich weiß es nicht mehr.
ja, ich bin hier falsch. Das heißt, ich kann das zersetzen, runternehmen und das Bessere draufpacken. Aber ich habe jetzt nur genug für zwei, ne? Warte mal, wenn ich eins kommt auf den Ring, das heißt, ich kann drei. Es ist jetzt ganz schön tricky geworden. Skelettenmagier hatte ich auch noch überlegt runterzunehmen. Und zersetzen. Hab ich vorhin gekriegt. Pfeffer zersetzen. Das ist mittlerweile echt schwierig geworden. So. Skelettmagier, extrahieren. Zack. Ich guck halt, dass ich halt auf meine Fähigkeiten, Blutung und Skelette. Also ich mach da nicht. Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Nur, nein, ich meine, was kompliziert ist, meine ich, dass man jetzt hier so viele Möglichkeiten hat, wie man das jetzt anstellt. Also, der den Skeletten auf jeden Fall auf den oder auf den. Ich muss sagen, die Schuhe ich bin gerade echt zufrieden. Oder auf die Brust. Die gehen alle nur auf den Ring. Der geht Brust und das. Blutnebel. Zersetzen. Das wollte ich ja verbessern. Ja, wobei das mit dem Verbessern machen wir später. Das heißt, wir haben jetzt noch Blutnebel. Beschwörer. Blutkugel. F. Ich will doch was hin drauf raus. Guck mal da. Blutkugel. Ab den Zeit eurer ultimativen Fähigkeiten. Genau. Das ist das nicht. Beim Verbrauch einer Leiche besteht eine Chance von 20-30%, dass eine Blutkugel erscheint. Genau, das wollte ich haben. Todbeschwörer. Das ist nämlich ein. Ach ja, was ist denn das? Hast die Seite aber sehr kacke gemacht. Das ist ein Job-Item.
und geht drauf auf. Tja, steht ja nicht. Die Seite ist doof. Alter, wie meine Skelette die wegschnetzeln. Ach, hell. Ach man, wo ist das denn? Blutkugel. Speck des Einbalsamierens, genau. Mein Gott. Nur Drops erhält ich, ja, aber das ist nicht das, was ich wissen will. Mein Gott. Ich möchte wissen, wo der drauf kommt. Aspekt des Ermächtigung, Wiederbelebung. Einbalsamierens. Nicht hergegeben. Geil. Ach mein Gott. Wenn ich das jetzt auf die Falschen drauf mache, das wäre richtig kacke. Also, Blutnebel. Aber nur auf den Ring. Das ist also doof, das lasse ich vielleicht weg. Schattenseuche. Weil das bringt mir viel mehr. Ihr versucht 6 Sekunden lang 64% mehr Schaden, nachdem die zentrale passive Fähigkeit Schatten solche 10-mal Schaden zugefügt hat. Das in Kombination mit jedes Mal, wenn die zentrale passive Fähigkeit Schatten solche Gegner Schaden zufügt, erhöht sich der Schaden der nächsten Schatten solche innerhalb von 10 Sekunden um 30%, ja. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das kombiniert. Geht beides nur auf Ringe oder auf Amulett. Dann hau ich das mal da drauf. So. Jetzt habe ich noch 3 Gegenstände. Vielleicht mal auf Englisch suchen. Einbalsamieren. Nee, ich will nur für den Necromancer. Agree. Lass mich da jetzt machen. So.
Und da haben wir hier irgendwo 20 bis 30 Cent oder so stehen. Area. Road Control. Speed. Lucky Hit. Das ist auch nicht, das ist auch nicht. Minions. Bloodlands. Lootbox. Ah ja, hier. Codex. Codex of Power heißt der. Nee. Das ist falsch. So. Helm, Chest, Glove, Boots, Shield. Also, Helm. Habe ich dich frei. Chest ist Brustpanzer, oder? Chest dürfte Brust sein. Gloves? Was ist Gloves? Handschuhe. Boots, Shields, Amulets. Also. Amulett. Schild. Schuhe. Chest. Also, Beine habe ich gerade eben frei. Beine habe ich komplett frei. Finde ich gut. Das geht auf Beinschutz gut. Okay. Ja, wenn du zufrieden bist. Ja, Schild auf Beine finde ich ist eine gute Idee. Ist doch die Hauptsache. Villa abgeschlossen durch Nesterbau. Okay. So, Blutnebel kann ich jetzt gerade nicht. Ah, ich muss noch zu diesem Tranktypen, habe ich für ihn vergessen. Maximum Skelette. Den kann ich nicht. Maximum Skelette kann ich aber. Blutnebel kann ich nicht. Maximum Skelette könnte ich noch mitnehmen. Skelettenmagier. Skelettenmagier sind für mich relevant, weil Skelettenmagier machen Schattenschaden. Boots oder Chest ist eigentlich egal. Ach, welch ein Glück. So. Eventuell Blutkugel nochmal später woanders drauf.
kann jetzt natürlich die zersetzen, nicht upgraden. Ach, da. Was ist denn jetzt drauf? Da fehlen mir jetzt die Ressourcen. Möge der Vater euch segnen. Aber das ist okay. Das ist okay. Jetzt wissen wir ja, wo die, wir die Ressourcen herkriegen. Wo finde ich das? Lässt sich überall finden. So. Okay. Wo sehe ich jetzt nochmal? Muss ich den Baum jetzt nochmal anquatschen? Ich habe keine Leiste. Ich habe keine Leiste. Schwarz, oder? Nee, ich hab gar keine. Ich weiß gar nicht. Das wird bei mir nicht aufgeführt. Ja, dann geh doch mal zum. Was hast du denn da? Bei den Weißen ist das. Ach nee, ich muss, wenn ich über den Baum gehe, dann sehe ich das. Aber das ist nicht ausgegraut. Also ich. Nö, wenn ich die Karte aufmache, dann. Wenn ich die Karte aufmache, habe ich den Balken nicht. Vielleicht, weil ich gerade 0 Punkte habe. Ich wandere jetzt zu meiner Markierung und mach den da mal. Aber du hattest da doch noch eine Quest auf. Ich habe vorhin ja abgeholt. Nein, bei den Weißen in deinem Questing. Das habe ich. Du darfst da eigentlich nur eine drin haben. In meinem Questing habe ich jetzt, glaube ich, gar keine mehr drin. Doch, hast du. Sind die Weißen. Mach mal auf. Welt des Hasses und Albtraum-Dungeons. Ich meine, ich wird hier aber immer noch angezeigt, hier kannst du machen, also. Gehe ich da jetzt einfach rein. Mal schauen. Aber eigentlich musst du dir das anzeigen. Ja. Das Welt des Hasses musst du eigentlich auch schon gemacht haben. Ja, das kann sein. Nee, da sagt ihr, schließ die verlorene Bastion ab. Also er sagt mir, ich soll das hier abschließen. Bitte zerbrochene Geister. Benutzt du eigentlich auch so Tränke? Nee, irgendwie noch gar nicht. Könnte ich mir mal irgendeinen reinpfeifen. Bekommst du jetzt auch einfach immer mehr, Ja. Aber ich vergesse das. Oh, fuck, Level, nein. Ne? Ja, das Problem ist, ich vergesse das dann sowieso. Aua. Vergesst das halt auch immer wieder, die anzuwerfen. Keine Ahnung. 5% hören sich auch nicht mehr viel an, aber scheinbar. Scheint es sehr viel zu bringen. Natürlich dann doof, aber. Nein!
Mensch, jetzt lauf doch nicht weg. Ich hab, ich muss mich echt an eine neue Router gewöhnen. Dringendst. Oh. Das, ja, kommst du einfach, also, schick mir einfach eine Anfrage, beziehungsweise sag mir Bescheid, wenn dein Spiel wieder an ist. Ich hab das jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich war so fokussiert. Zeit. Da bist du ja, er hat nicht den Sprachchat. Jawohl. Da bist du wieder. Ja, auf einmal futsch. Mitten im Kampf. Ja. Da haben sich einige schon hart drüber beschwert, dass manchmal dann doch mal das Spiel irgendwie abschmiert oder ein Bug entsteht. Ja, weil das sie dann, wird auch seit gestern schlimmer. Weil sie dann irgendwie ihren Char verloren haben. Weil sie meinten, im Hardcore-Modus spielen zu müssen. Aber ich bin ganz ehrlich, damit musst du rechnen bei einem Computerspiel. Dass sich das Spiel einfach denkt, so, ja, nee, jetzt nicht. Aber auf eine Art geht das aber auch nicht. Dass der Charakter da mit der Hardcore futsch ist, ne? Und wenn man in den letzten Punkt, wo man in der Stadt was spawnen. Das ist Hardcore. Dafür steht Hardcore. Dafür stand Hardcore, glaube ich, schon immer. Ja, aber wenn das Spiel abstößt, dann ist das ja nicht der Spieler schuld. Ja gut, aber wie willst du das nachverfolgen? Also, das ist meiner Meinung nach ist das ein Risiko, mit dem man einfach rechnen muss. Wenn man bereit ist, so einen Modus zu spielen, dann ist das so. Oh, hi, du bist ja auch wieder da. Ach so, ne, jetzt fehlt noch irgend so ein Skelett-Spezi. Ein Boss-Typ. Nicht hier. Wow. Ja, also jetzt, wo ich ein paar legendäre Effekte mal draufklatschen konnte, ist das Ganze schon wesentlich besser geworden. Ich mache echt viele Leichen, also wenn ich jetzt noch das kriege, dass ich dann, warte mal, war das hier oben?
Ja, die Tür ist offen. Ich jetzt noch den Effekt kriege, dass ich immer wenn ich eine Leiche verbrauche, dann Blutkugel spawnen kann oder zu einer gewissen Chance dann eine spawnt. Dann habe ich mehr Heilung. Und? Aua! Da bin ich fast gestorben. Echt? Hallo, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es euch geht's gut. Ich bin leider ein bisschen braindead heute. Aber ich möchte doch was schaffen. Die hätte ich gar nicht zünden brauchen. War total überdimensioniert. Macht nichts. Ich habe eh nicht mehr. Bin nicht viel cooler unter drauf. Ich bin ja mit meiner Blutgold im 3000er Bereich. Ich mach auch 1000er Hits. Das Witzige ist, ich mach 1000er Hits und ich bin 5 Level unter dir. Ah, shit, ich hatte noch keine Leiche hier liegen. Ja, ich hab leider noch. Holt auch noch meine Ulti. Ich brauche mehr Zeit. Du bleibst hier, bleib hier. Ah, ha, ha, ha. So sehr hier bleiben dann doch nicht. Schöne ist, solange Leichen da sind, kann ich ja mit der Fähigkeit hier von den Skeletten erschaffen, kann ich ja unendlich viele verbrauchen. Ich habe sage und schreibe eine Fähigkeit, die Essenz verbraucht. Oh oh. Zum Glück kann man sich damit immun machen. Ich würde eigentlich ganz gerne sehen, wie viele Stacks ich von meinen Effekten auf dem Gegner drauf habe. Aua. Jetzt vergiftet der hier meine Leute. Tot? Ja. Da kommen noch mehr Bosse. Okay, jetzt wird's wild. Na, die Leiste muss roten Fell werden. Die rote. Aber der war jetzt nicht so schwer. Ich glaube, wir müssen uns langsam beeilen mit dem Dungeon. Da war nicht mehr viel Restzeit drauf. Hier. Das
2000er Hits, 1900er Hits mache ich gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Also mit den meiner Combo mache ich 2000er Hits. Bis zu 2000er Hits. Ich glaube, das ist auch eine Combo, die der Streamer von gestern, der uns geholfen hat oder versucht hat zu helfen, auch gefahren hat. Hat ja gestern auch die ganze Zeit so Schatten auf dem Boden gezaubert. Kann sein, ja. Alter, wieder wegschrubbt. Geh jetzt nicht mehr, aber gerade war das ja echt übel. Du siehst den Loot nicht. Ja, haben wir ja noch geschafft. Das geht hier alles verfällt in 16 Minuten. Ja, 16 Minuten wird schwierig. Nee, das ist PvP. Ansonsten können wir hier Uhrzeit hier das da. Das fällt zwar auch in 16 Minuten, aber na warte, hier, da haben wir das direkt neben dem Portpunkt. Aber das sieht dann halt noch mal aus, wie wir in 16 Minuten schaffen können. Na gut, ich dachte, wir machen erstmal hier so alles. Das war direkt neben dem Portpunkt, also. Ja, aber hier in dem Gebiet sind ja auch noch kleinere. Okay. Was ist das hier? Nicht solange ich in der Stadt bin. Ah, okay, wir müssen hier Viecher töten. Und Zeug ansammeln. Hundert Viecher töten. Dann gilt das nur in dem. Und die hier hinlocken immer oder was? Das dürfte ja jetzt nah genug. Hier sind viel zu wenig Gegner. Das ist eine ziemlich doofe Stelle dafür. Das ist eine richtig doofe Stelle. Ich laufe hier die ganze Zeit durch die Wallerei und hier sind keine Gegner. Last. Ist das denn im Suchgebiet drin? Ich weiß gar nicht, wie groß das Suchgebiet sein soll.
indem du die Fähigkeit anklickst, dann siehst du, was du da machen musst. Okay, hier bin ich scheinbar noch im Suchgebiet drin. Das könnte eng werden. Hier sind halt echt nicht viele Gegner. Wenn irgendein Random das hier auch macht, kriege ich dann auch die Punkte dafür? Wenn du in dem Gebiet bist, glaub schon. Aha. Okay, die Quest ist richtig doof, die ich mir da ausgesucht habe. Aber könnte schaffbar sein. Wenn hier dann Gegner spawnen würden, warte mal, hier ist ein Altar. Dann spawnen da bestimmt auch Gegner. Also ich würde vielleicht immer einen großen machen, wenn du dann noch zwei kleinere meistens machst, dann reicht das schon. Ja, also die Dungeon sind halt für mich meistens noch am sinnvollsten, weil ich die meisten von den Dungeon eh noch nicht habe. Weißt du, das ist so ein bisschen zwei Fliegen, eine Klappe. Noch nicht bereit. Oh, abgeschlossen. Hä? Okay. Keine Ahnung, wieso das jetzt auf einmal abgeschlossen war. Aber gut. Da hat scheinbar noch einer mitgemacht und hat ordentlich Zeug gepult. Rituale durch. Hier. Warte.
brauche mehr Zeit. Oh, das ist also Gegner, die schön in den Nahkampf mit mir kommen möchten und dann schön reinrennen in meine Pestleiche, sind einfach die besten. Sind halt wirklich die allerbesten. Oh, hier ist ein Event. Nee, warte mal, bin noch dabei, Rituale durchzuführen, aber ich sehe nicht wo. Oh, ein Schrein von Lilith. Oder hat das die Position gewechselt? Ach, das hat die Position gewechselt, deswegen. Das ist ja frech. Aber wir haben ja unser Pferdchen, damit sind wir richtig schnell. Ich brauche von jetzt A nach B. Das kann ich hier nicht tun. Hab ich zumindest gedacht. Hä? Das ist schon wieder geswitcht. Ändert das ständig seine Position oder was? Dann nehme ich das. Steigen, interagieren. Jetzt. Ah, okay. Was ist jetzt hier? War ganz bestimmt die Gegner. Könntest du bitte nicht mehr mit Gift auf den Kick gehen?
Ich bin noch nicht bereit. Autsch. Dass ich das schaffen werde. Da muss ich viel zu weit laufen für die Gegner. Da ist doch bestimmt irgendein. Okay, hätte ich jetzt gedacht, aber. Okay. Da sind noch ein paar. Du musst Rituale durchführen, ne? Ja. Einzig, ne? Ich brauche mehr Zeit. Was ist das? Ach, mein Gott. Lilith Schrein gefunden auf dem Weg. Aber jetzt ist das, glaube ich, abgelaufen, weil ich habe die Quest nicht mehr. Aber jetzt haben wir neue Dungeons, oder? Ja. Haben wir. Wo ist denn einer, der in der Nähe ist, den ich noch nicht abgeschlossen habe? Sind ganz viele, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Da. Kommen wir da hin? Komme ich da hin? Da komme ich gut hin. Ja, wenn man das kombinieren kann, weißt du, doppelte Effizienz und so. Aber irgendwie verkacke ich das momentan, meinen Altern zu benutzen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich zu sehr fokussiert auf die anderen, Fähigkeiten. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Dabei ist Alter die einzige Fähigkeit, die überhaupt noch Essenz braucht bei mir. Nee. Ist im Weg. Auf, auf. Geht's in den Dungeon. Alle platt machen. Platt, 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 platt. Ich bin da, falls du dazukommen möchtest. Ja, ich bin gerade noch in der Stadt, was gucken. Ich hab, bessere Handschuhe bekommen. Okay.
Uppala. Nein, 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 nein. Boah. Brauchen wir Zeit. Uppala. Alter. Mach das mal nicht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich bin noch nicht bereit. Ich will jetzt für einen von beiden entscheiden, oder was? Bin ich also aber doof. Ich entscheide mich dafür, dich schnell zu töten. Alter. Du Feuerheidi, gehst mir sowas von hart auf die Nüsse. War's schon. Nee, war nur. Ja, das sind mir. Da hat mir der Dungeon einfach mal drei Bosse auf einmal gegenübergestellt. Ach, du bist ja auch hier. Ja, ich habe meine. Oh, ich habe die Glyphen gekriegt. Hm? Ich habe meine Schuhe vergessen. Oh. Man muss barfuß laufen. Falsch
Hi. Hoi. Hast du deine Schuhe jetzt an? Jo. Yay. Yeah. Dann lass uns schnetzeln. Schnetzel, Schnetzel. Na shit, jetzt müssen wir noch Podest-Dinger sammeln. Scheiß drauf. Ah, hier ist schon mal eins. Und hier ist ein bisschen übertrieben viele Gegner. Und ein bisschen viel Gift. Und Eis. Ich sehe nichts mehr. Und ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben? Ich stehe da direkt am Rand, direkt vor dir. Mhm. Ich gerade selber drauf sehe, steht nicht. Dann leben sie gut aus. Ja noch. Hallo? So. Wie schön. So. Dass ich so viel Legendary Zeug liegen lasse, müsste den meisten mittlerweile ihr seltenes Zeug liegen lassen, müsst den meisten mittlerweile wehtun in den Augen. Hä? Wieso kann ich nicht ablegen? Das aufgesammelt? Ich kann's nicht abgeben. Hattest du das aufgesammelt? Ich hab das aufgesammelt, ja. Du siehst dann so ein Symbol auf deinem Rücken. Ja, ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, weil ich hab das eigentlich auch gecastet und dachte, das wäre durchgelaufen. Ich hab da gesagt, ich bin heute so ein bisschen brain dead. Alter, wenn einfach zwei gleichzeitig auf dich drauf prügeln, dann ist du instant tot. Ich hatte es auch irgendwas genockt. Ja. Ah, muss hier weg. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Nein, jetzt hat es mich schon wieder ausgemacht. Ach, verdammt. Jetzt sind die auch noch resettet vom Life oder was?
Das ist echt eine richtig doofe Geschichte, sowas. Da fehlt mir jetzt die Cooldown Reduction auf dem. Ja. So, und jetzt muss ich hier raus. Jetzt muss ich einfach nur überleben. So, jetzt habe ich meinen Cast wieder. Da habe ich schon mal einen getötet. Noch zwei getötet. Ne? Magische 10%. Upp. Magische 10%. Der oder oben auch was gedroppt? Ja, hat er. Ja, ich muss meine magischen 10% wieder öfters benutzen. Ja, jetzt habe ich meine. Boah, an dieses Dunkle muss man sich aber echt gewöhnen. Ja, ich sehe auch nichts, aber. Was soll ich machen? Deshalb. Das ist halt echt gut. Ja, man sieht, also man sieht ja was, man muss sich nur dran gewöhnen. Okay, mein Cooldown ist rum. Irgendwas schießt da unten noch. Ne, jetzt nicht mehr. Ich hab noch. Ah, das ist so eine Falle. Okay. Im engsten Raum ist das extrem stark. Hier noch ein Boss. Egal, ist gut. Ah, lol, der hat beim Töten nochmal was gespawnt und das ist instant verreckt. Oh, Legendary. Ich bitte euch.
Okay, irgendwo hat einer Hilfe gerufen hier. Ich glaube, das war bei mir, oder? War das bei dir mit dem Hilferuf oder war das bei mir? Ich kann das nie richtig zuordnen. Auch nicht. Aber bei mir kommen wir weiter. Wenn, müsstest du die Person ja schon sehen. Die sind ja meistens immer ganz nah. Okay. Ich muss gerade erstmal ablaufen, wo du hier... Oder die hat sich schon in den Gegner wieder verwandelt. Das kann natürlich sein. Wir rufen Hilfe und dann verwandeln die. Ah, hier ist was. Hier bei mir ist eine Quest. Eine Mini-Quest. Mhm. Mach mal an. Habe ich leider alles auf Cooldown. Obwohl, nicht ganz alles, das kann ich machen. Lass die mal hier reinkommen, bitte, ja? Ach, ja, schon zu spät. Ach, die müssen hier drin sterben, oder wie? Achso, das wusste ich nicht. Ja, ich habe nicht drauf geachtet, tut mir leid. Meine Minions, wir laufen aber sowieso zu denen hin und dann bleiben die außerhalb. Ich kannte den noch nicht, ich habe den zum ersten Mal jetzt gemacht. Hier links haben wir noch nicht erkundet. Vielleicht ist das da gewesen. Mit dem Hilferuf. Da bist du hergekommen. Nee, ich bin ja nicht reingegangen. Aua. Keine Ahnung, wo dieser Hilferuf. Nee, da war ich jetzt. Also jetzt bist du. Wohin läufst du? Ja, aber ich hatte da noch die Kiste noch nicht geholt. So. Ja, stimmt, du bist ja weggelaufen, bevor ich den Boss tot hatte. Und hast weiter vorne gekillt. Was habe ich denn hier bekommen? Pro Gegner in der Nähe werdet ihr um 10 Leben geheilt. Während Barriere aktiv hat, habt ihr eine Chance von 8% des eingehenden Schaden direkt. Keine besonders sinnvollen Legis bekommen. Auch erstmal eine Leiche. Okay, jetzt brauche ich eine neue Leiche, weil er sich da weggelegt hat. Wirklich nicht weg. Ah, der freutet sich einfach aus.
Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Oh oh. Ja. Ist nur ein Skelett. Was wirst du denn hier? Ist. Was da jetzt nichts mehr. So, ich kann zum Bäumchen wandern. Ich kann zum Bäumchen wandern, ihr. Ja, jetzt habe ich den abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich dafür gekriegt habe, aber... Bäumchen da. Ist das bei dir auch immer so, dass die meisten, die drin sind, nicht schreiben? Die Schmiede ist ich meine im Stream. Ja, irgendwann kriegt man da so seine Festen, die dann halt schreiben. Und ich hab das auch. Okay. Ja, ich frag nur aus reinem Interesse. Ich persönlich finde das auch nicht so tragisch, weil bei mir haben einmal 6 Leute geschrieben. Mhm. Und also ich habe immer welche, die so 3-4 habe ich eigentlich immer, die, wenn die reinkommen, schreiben zwischendurch. Ja. Halt nicht permanent, aber lass mich da schon nicht verunsichern, wenn Chat jetzt mal nicht aktiv ist oder so. Nee, ich frag nur aus reinem, das war nur reines Interesse, mehr nicht. Ich habe auf jeden Fall gestern geschafft, dass ich das VIP-Abzeichen bekomme. Okay. Du hast ja auch 50 Follower und du müsstest eindeutige Chatter oder sowas. Du müsstest auch schon Affiliate sein, oder? Ja, mache ich aber nicht. Ich frag nur. Also kann man das abschalten? Du musst das einrichten. Ich kann das. Ah. Okay. Das habe ich schon. Ach, keine Ahnung. Länger? Wesentlich länger, ja. Das ist auf 50 Follower ist das. Okay. Ja, 50 Follower und irgendwie 3 Stunden, 3 Viewer im Schnitt. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ich bin jetzt bei 1,4, aber die Tendenz ist bei mir steigend. Also sowohl was die Follower als auch die Views angeht. Ja. Zuschauer, meine ich. Da haben wir es.
Ein Rang für alle Fähigkeiten des Typs Fluch. Das ist aber nicht so. Ja, das können wir weg. Das ist echt praktisch, das zu sehen zu können, wie gut die Werte, die da jetzt sind, eigentlich tatsächlich sind. Also das finde ich wirklich, wirklich gut. Den, das heilige Schwert hier zum Beispiel, es hat nur einen Wert nicht so gut und alle anderen sind fast auf Max. Bei dem hier sind die Werte auch nicht schlecht, aber sehe ich mich nicht. Die hebe ich mal auf. Okay, der Rest. Die Legis. So. Altes Equipment und der hier. Und dahin. Ja, auch. Ist auch nicht besonders gut, der Effekt, aber naja. Hatte ich nicht noch irgendwo noch einen Sturm? Man nicht suchen kann in seiner Liste, nervt mich irgendwie. Nee, habe ich wohl noch nicht zweites Mal freigeschaltet. Weil Knochensturm, dann, das habe ich selber eingeprägt. Habe ich das freigeschaltet über die Sammlung? Oh, ich habe tatsächlich neue Blutlanze und Barriere. Genau, ich muss das noch fertig reinlegen. Das. Und meine Kiste quillt immer noch über. Das war massiv. Tu mal aussortieren. Ja, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin nicht gut da drin. Weil ich noch nicht genau einschätzen kann, was ich weiß oder wo ich vielleicht umbauen möchte. Es ist getan. Legendäre große Truhe.
Brustschutz. Nehmen wir. Ich wusste es doch. Ganz anders. Zwei legendäre Items. Hm. Aber ich habe keinen windender Schutz bekommen diesmal. Blutnebel löst leichten Explosionen aus. Das kann ich direkt schreddern. Wenn ihr einen Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 1800 Schaden zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 3 Sekunden procken. Das ist meh. Barriere hole ich mir über meine Knochenfähigkeit. Aber das ist der Maximalwert, also jemand, der das haben. Warte mal, Aspekte kann ich nicht. Aspekte sind accountgebunden. Ja, vielleicht brauche ich das später auf einem anderen. Man kann nicht mal traden mit dem Kram. Aber das mit dem Blutnebel kann ich schreddern, das ist Müll. Trottel, ich hätte vielleicht noch gucken können, ob das Item an sich vielleicht sinnvoll ist. Wer es vielleicht so geile Stats schon drauf hat. Was könnte ich denn noch für meine Klasse sammeln, was vielleicht cool ist? Beziehungsweise haben wir noch andere Möglichkeiten. Fähigkeiten, Dinge zu erzeugen. Mit Blutsturz, aber Blutsturz kann ich nicht zu einer Dunkelheitsfähigkeit machen. Da wäre dann nur Blutsturz. Ja,
Wie sieht es aus mit den Timern? 52 Minuten, der da unten. Irgendwann, wo wir besser hinkommen. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Und wann wirst du Wann wirst du noch mal den Boss probieren? Ist euch gut? Mein Bein verbrannt. Ich stecke fest. Hört mal, in einem dieser Gefäße ist ein Relikt. Daran hängt eine Menge Geld. Mein Boss Rakan hat mir diesen Zauber gezeigt. Keine Worte, nur eine Geste. Genau so. Er schickt das Relikt zurück zu ihm. Ihr findet das verdammte Ding, wirkt den Zauber und wir teilen das Geld, ha? Huh? Man muss dafür kein Zauberer sein. Die Magie liegt im Relikt, nicht in euch. Hat zumindest mein Boss gesagt. Liegt an der Art, wie sie gemacht wurden. An Symbolen im Leben, was weiß ich. Okay. Ich hab ja sowieso hier Dinge vor, also passt schon. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht.
Naja, habe ich zumindest das schon mal gekriegt. Das ist es nicht. Das ist es. Seltsam. Ja. Du bist gar nicht mehr bei mir in der Gruppe. Fällt mir gerade auf. Ich sag, du bist gar nicht mehr bei mir in der Gruppe. Fällt mir gerade auf und du bist ja. Auch nicht im Gruppenchat, warte. Ja? Hallo. Hi. Irgendwann ist mir dann auch gefallen, dass du nicht mehr da bist. In dem Moment, wo ich das sage, schickst du mir die Anfrage. Ja, ich bin schon wieder rausgeflogen. Langsam nervt's mich. Glaube ich dir. Glaube ich dir, dass dich das nervt. So, auf in die Dungeon. Schnitzeln. Ah, ich müsste vielleicht auch mal einen neuen Verbrauchsgegenstand aktivieren. Einfach irgendeinen. Upp. Egal. Zerstört heiliges Siegel. Okay. Heiliges Siegel zerstören. Eigentlich nicht so cool. Okay. Siegel 1 ist da unten und ist da links. Kriegen wir hin. Vielleicht. Okay, jetzt habe ich beides gezündet, das war dumm. Ah!
Ich merke gerade aber auch, dass ich sehr still werde. Ich glaube, ich sollte langsam bald auch Feierabend machen. Oh, ich bin wieder Leichenfried. Nee, meine Fähigkeit zu spät ist hier verfügbar. Ich bin noch nicht bereit. Nein, da steht da ganz knapp außerhalb meiner Fähigkeit. Das ist doch kacke. So, jetzt aber. Okay, na gut, da sparen wir uns dann ganz in der Wegstrecke. Der ist ja schön. Alter, hat der mich jetzt hier gerade weggefetzt. Find nicht gut. Ja, dieses Gift, obwohl meine Giftresistenz eigentlich echt gut ist. Ja, also wir haben jetzt auch mittlerweile Gift nicht drin. Hier umgehen mittlerweile auch die Resis, ne? Auf dem Level, wo wir sind. Die haben hier in dem Modus haben die 20% Durchdringung auf die Resistenzen. Nein. Boah. Oh, einer weniger. Jetzt werden schon die Gegner unsichtbar heute. Das ist ja sehr, sehr schön. Geil. Ja. Unsichtbare Gegner. Okay, davon höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich kann die angreifen, ob ich sie sehe. Sicher, dass das kein Bug ist. Alter, mach den doch mal tot hier. Dann greift ihr den ja nicht an. Der greift doch die ganze Zeit uns an. Weg damit. Ja, tschüss. Nee. Schlimm. Yeah.
Gut. Köcher. Den Dungeon hier müssen wir noch machen. Nein, nein. Mein Gott. Taste ist echt zu nah an Tasten, die für andere Dinge sind. Ja. Das ist mir mein Golem direkt. Gemein. Da ist er wieder. Dafür haben die mir was Legendäres gedroppt. Nicht bereit. Sehr, sehr schön. Ich glaube, ich probiere noch mal ein neues Skelett aus.
kleine Sinsenmann-Skelettchen. Nee, den Boss will ich hier noch töten. Hunderter Hits, yay. Na gut, das hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. Aber ich kann auch zum Boss. Das ist hier gar kein Boss. Ich brauche mehr Zeit. Also jetzt quatscht bei mir definitiv eine Frau. Wahrscheinlich hier hinter, oder? Alter, ich schnetzel hier total durch. What the hell?
mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ah, so geht das. Bitte. Ich bin gerade total eskaliert. Mit, was stimmt mit euch nicht? Oh, zwei Legendary Alter. Und eins davon heilig gekriegt. Jetzt steht der hier genau davor und ich komme nicht an den Schmied. Alter, das stimmt, genau, das stimmt nicht für mich. Markiert sich und stellt sich dann. Ich mach das an und der klingt sich nicht, der teleportiert mich weg. Ich brauche mehr Zeit. Ja, du bleibst hier. Ich brauche mehr Zeit. Nee, du bleibst hier. Du machst da weiter Schaden kriegen, ja? Das Spielchen. Alter. Das ist echt gemein. Docken sie eine Herde zu ein und dann hauen sie ab hier. Ich muss sagen, der Kampf ist jetzt schon ein bisschen interessanter geworden. Mit dem Setup. Vorher war der Kampf doch recht langweilig mit dem alten Setup, aber ich mache, glaube ich, jetzt auch sehr viel mehr AOE-Schaden. Im Real mache ich, glaube ich, viel mehr Schaden. Egal ob AOE oder Single-Target. Wow. Der Boss hat ja mal nichts Besonderes gedroppt. Was? Der Boss hat absolut gar nichts Besonderes gedroppt. Belastend, oh oh, belastend, oh oh. Aber ich habe
in dem Gebiet was reingeschaltet. Und zwar Trankkapazität. Ich brauche Trankkapazität jetzt noch in einem Gebiet. Also ich habe jetzt auch 8 Tränke. Ein Gebiet noch, dann habe ich 9 Tränke. Ja, ich renne immer noch mit so wenig Tränken rum. Ich weiß, du hast da ein Item gekriegt, was deine Trankkapazität ins Unermessliche gesteigert hat, aber damit kann ich nicht dienen. Oh, kriegst du vielleicht auch noch? Möchte ich gar nicht. So viele Tränke benutze ich in der Regel gar nicht. Hilft dieses PvP und so, das ist echt nützlich. Ich habe ehrlicherweise gar kein Interesse an PvP in dem Spiel. Große Panzerhandschuhsammlung. Hier in den Gebieten meine ich. Panzerhandschuh. Hier gut. Los. Los war Handschuhe, ne? Ja, habe ich doch vorhin gesagt gehabt. Ja, Handschuhe. Das heißt, wenn ich große Panzerhandschuhsammlung nehme, dann dürfte das auch dabei sein. Verdienung 120.000 EP. Es gibt richtig viele EP. Das ist der Wahnsinn. Krieg auch Siegel. Mhm. Und Paragon. Für den Paragon kriegt man da auch was. Also das ist eigentlich ziemlich gut, was man da gekriegt. Ja, ich habe Knochengefängnis gekriegt. Mäh. Zweimal Knochengefängnis gekriegt. Also gerade habe ich kein besonderes Jobglück mehr. Knochengefängnis auf Minimalwert brauche ich nicht, weg damit. Und den Ring auf Minimalwert. Schaden nach Aufheben einer Blutkugel. Stellungserzeugnis. Mit Trefferchance Schaden auf physische. Jetzt nicht keine schlechten Stats, aber brauche ich nicht. Weg. Die Waffe ist auch meh. Weg. Der Schild kann eigentlich genauso weg, oder? Weniger Schaden als vom Schattenschaden. Betroffene Heilung durch Blutkugel. Schadensreduktion, während ihr gestählt seid. Aber die Stats sind jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber weg damit. Zwei Ränge Blutwoge. Du spielst doch Blutwoge. Ich habe hier einen Handschuh. Angriffsgeschwindigkeit, zwei Ränge Blutwoge, Stärke und Schaden gegen verletzte Gegner. Heilig.
Bist du noch da? Ich habe aber auch eine Blutlanze drauf. Also dann nicht. Ich ja mehr auf Entfernung. Nicht interessant für dich, okay. Aber ich heb den für mal. Dann heb ich den. Ich glaube, ich heb den trotzdem auf. Weltmagier halten Dorn. Golem halten Dorn. Schaden gegen Gegner unter Kontrolle festzuhalten. Das ist eigentlich keine schlechte Kombo. Die Werte sind so lala. Schadentyp Basis. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Schaden gegen verwundbare Ziele. Weg. Zwei Ränge für Knochengefängnis. Zwei Ränge für Blutnebel. Wer Blutnebel-Knochengefängnis spielen möchte, die Kombo, für den ist das Teil auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Beinschutz. Beinschutz. Oh, heb ich mal auf. Was war das vorhin für ein Geräusch? War das bei dir? Hört sich an wie Questabgabe oder sowas in der Richtung. Da haben wir es. Ja, ich bin gerade im PvP-Gebiet. Ah, okay. Diese Blutdinger sammeln. Angriffsgeschwindigkeit, Basisfertigkeiten, Glückstrefferchance, Dorn. Ich gehe jetzt gleich einmal ins Stash und die sagt mir dann, Anna, fick dich. Du kannst hier nichts mehr reinlegen. Dann sagt er wirklich. Okay, ich muss aussortieren. Was davon kann ich nicht gebrauchen? Also Sachen, die ich nicht equippen kann, kann ich auf jeden Fall nicht gebrauchen. Kann ich sobald auch keinen anderen Spieler... Oh, ich habe gerade einen PvP-Spieler getötet. Ups. Ich dachte, du bist in einem PvP-Gebiet. Der sich selber markiert hatte als Gegner. Ups. Ja, aber das egal, ist doch... Egal, dafür macht man das ja. Ja. Oder nicht. Lustig. Gibst du das war Absicht? Nö, ich hab da ne Dings, Punkt für bekommen. Ich mir dachte, hä? Was war das jetzt? Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich hab das. Kam dazwischen und ich hab's angemetzelt. Ich glaube, Kristalle muss ich mittlerweile auch mal sammeln. Jetzt schon so viele. Obwohl, makellose habe ich noch nicht so viele. Alter Junge, was ist mit dir? Verfolgt er dich jetzt, weil der sauer ist? Ich weiß nicht, wer das ist. Alter, was soll das? Kann ich dir nicht beantworten. Du bist gestorben. Markiert sich und dann ja. Soll er mich doch in Ruhe lassen? Arsch. Ach, du machst da die für die Punkte. Ich komm mal zu dir. Ja, ich will so ein paar rote Steinchen haben. Die man an diesen Altären läutern muss.
Kann ich hier nicht ich komm mal zu dir. Ich will eine Sache verkaufen. Okay, irgendwie kriegen wir dafür gar nichts. Dann kommt nicht immer. Du kriegst das für Erfahrungspunkte hier. Da oben ist sogar so ein Punkt, wo wir hier Dingens machen können, wo wir noch Punkte für den Baum kriegen. Ich stehe da aber nicht. Ah, jetzt habe ich Samen gekriegt. Samen des Hasses, ne? Ich bin noch nicht bereit. Oh. Wie viele braucht man? Sammeln einfach und dann so viele wie halt möchtest. Ich weiß nicht, ob die ein Limit haben. Ja, sollen wir die vielleicht, halt sollen wir vielleicht schon mal welche irgendwo abgeben? Weil, wenn wir sterben, verlieren wir die halt auch wieder, ne? Ja, ich bin auf dem Weg nach da oben. Weil wir das abgeben müssen. Du darfst nur nicht den Kreis verlassen. Da. Ach, welchen Kreis? Den ich jetzt aktivieren werde. Ich habe auch aktiviert. Was ist jetzt hier die Aufgabe? Oder müssen wir einfach nur warten? Ich muss warten, bis das vorbeigelaufen ist. Und die Gegner töten, die kommen. Du tötest ja schon alle. Ich komme gar nicht dazu, irgendwelche Gegner zu töten. Oh, nur wieder so ein Penner. Junge, ja. Was stimmt mit dir nicht? Alter, so ein Spasti, wirklich. Ja. Ich würde mir vorschlagen, wir machen das nicht. Ja doch. Ich will ja diese noch so Dinger, also. Statt die einen einfach in Ruhe lassen, ist ja nicht, als ob da nicht nur andere rumlaufen würden. Ja, aber unser Ereignis ist jetzt fehlgeschlagen, oder nicht? Ja, natürlich. Da steht jetzt. Der sagt das gerade ein. Denn deswegen macht er das, der nimmt das gerade weg. Ritual im Gange, der hat, macht das einfach weiter. Deswegen macht er das. Um das anderen Leuten wegzunehmen. Ja, was für ein Spasti. Weißt du, ist 10 Level höher. Und geht auf die Kleinen los. Ich hasse solche Leute, egal in welchen Spielen. Ja, deswegen habe ich eigentlich auch gar kein Interesse an PvP-Gebiet hier in dem Spiel. Weiß ich, das Diablo ist für mich kein PvP-Spiel. Ich würde das halt mal ausprobieren.
Ja, ich weiß nicht. Halt gut, Punkte. Für mich ist Diablo halt echt kein PvP-Spiel. Das sehe ich einfach nicht als solches. Ich glaube, ich mache jetzt aber auch Feierabend. Ja, mach das. Ich fühle mich nämlich nicht mehr wirklich wach. Wir haben einiges geschafft heute. Ich will schön schlafen. Werde ich auch. Die Klasse ordentlich was freigeschaltet. Leider aber nicht das Legendary bekommen, den ich brauche. So ein bisschen traurig ist, aber naja. Zweihandsense. Mit. Eine richtig gute Werte. Schaden gegen Ultimativ. Schaden gegen Schaden gegen Gegner, die von Schatten über Zeit betroffen sind. Schaden über Zeit betroffen sind. Und Chance, nicht den Lied der Gegner hinzurichten. Wenn ich auf sowas nämlich dann die Knochensturm-Fähigkeit drauf mache, dann ballert das richtig hart mit dem Schattenschaden. Dann wird der Schattenschaden nämlich verdoppelt. Kann ich nicht machen. Ich brauche genug verschiedene legendäre Effekte. Das ist der Grund, warum ich keine Zweihandwaffe benutze, weil ich so mehr verschiedene legendäre Effekte verwenden kann. Was für Spaß. Bist du einfach mal Level 88? Ja. Was willst du da machen? Ich finde solche Spieler echt gemein. Ja. Sind sie auch, aber. Mal gucken, was man damit halt machen kann. Was kann ich denn jetzt mit diesen, seltenen Glyphen machen. Die haben verschiedene Effekte, oder? Fluchfertigkeiten betroffen sind, erleiden 10% mehr Schaden. Was zu deinem Bild passt. Durch euch und eure Diener. Gegner, die von Fluchfertigkeiten betroffen sind, erleiden mehr Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. Erhält 10 Schadensreduktion, je mehr Stellung. 10% bis zu 10% Schadensreduktion, okay. Jeder Mal, wenn eurer Diener einen Gegner Schaden zufügen, erleiden diese Gegner 10 Sekunden lang 1% mehr Schaden durch euch und eure Diener. Bis maximal 12%. Blutkugeln verleihen euch Stählung. Auf Blutkugeln will ich ja eigentlich eh gehen, ne? Jedes Mal, wenn ihr oder eure Diener einem Gegner Schattenschaden zufügt, verursacht dieser Gegner 5 Sekunden lang 2% weniger Schaden. Bis maximal 10%. Okay. Schattenschaden.
Alter, ein Ohr. Ein Ohr von Yoko 270, Zauberin. Stufe getötet in. Alter, was? Man kriegt sogar Trophäen. Ich kann die Glyphen auch wieder austauschen, oder? Ja. Okay. Nicht, dass ich habe gerade kurz überlegt, so habe ich mir jetzt ein Ei gelegt. So, und damit die aktiv wird. Ja, die ist aktiv. Also unten die Voraussetzung. Für da. Je in 5 Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursacht ihr 2% Schattenschaden. Oh, das sind beides. Beides gute Effekte. Nee, die für die Voraussetzung für den zusätzlichen Bonus. Da muss ich jetzt Willenskraft pushen. Wo habe ich hier Willenskraft? Geschicklichkeit. Hier habe ich Willenskraft. Ich muss halt immer gucken, ob das passt, wo du den reinsetzt. Du kannst hier überall reinsetzen. Ich habe bis jetzt nur einen Punkt. Rüstung, Schaden. Da oben ist nochmal 7 Willenskraft. Ja, scheiße, ich habe hier gar nicht genug Willenskraft, um das zu machen. Man muss dann erstmal reinsetzen, so. Damit du etwa weißt, was du haben willst. Und dann kannst du bei den Sockeln gucken, die du noch freischalten wirst. Wo du das am besten hinsetzt. Du kannst das ja immer wieder zurücksetzen. Ja, ich müsste den erst hochleveln. Also wenn ich den hochlevel auf Stufe 15, dann kriegt er ja eine Radiuserweiterung. Und dann hätte ich genug Willenskraft Knoten in der Umgebung. Das andere, was ich da hätte, vielleicht einen magischen Knoten Reichweite, ein Wunsch von Blutkugeln machen Stählung, dafür brauche ich Intelligenz. 15. Intelligenz würde aber auch nicht gehen. Doch, ich kriege ja darüber schon Intelligenz. Ja. Den würde ich zwar gerne nehmen, aber mit dem aktuellen Radius ist das irgendwie. Ja, aber Blutkugeln bringen mir jetzt auch noch nichts. Ich habe noch einen Punkt, den ich vergeben kann. Na gut. Feierabend. War schön für heute. Bis zum nächsten Mal.